komm, lass mal kurz hier. Herbert Hildebrand, mal kurz mal nach vorne kommen. Ach, einmal durchatmen. Kommt mal kurz raus. Ja, wenn wir schon mal da sind, wollen wir mal ein bisschen gucken. Wie ist das denn nun zu erklären? Da sind wir in einem Zeitalter, wo alles nur noch über Computer läuft und dann kommt ihr raus und macht den guten alten Rock, so wie die Engländer Fußball spielen, immer geradeaus. Woher kommt das denn? In einer Zeit, wo wir alle normal nur Computer haben? Ich glaube, das ist genau das Problem oder die Erklärung. Wo wir alle Computer haben, ist es wirklich mal vielleicht erfrischend zu sehen, Leute, die ihr Handwerk mal gelernt haben. Das haben wir wirklich. Das war harte Arbeit damals. Jeden Tag spielen, Starclub oder irgendwas, 30 Tage im Monat. Und man hat es gelernt. Das ist irgendwo, jeder, der ein Handwerk oder irgendwas gelernt hat, wird es verstehen. Es geht einfach nicht verloren. Du hast gerade gesagt, du weißt auch woher? Ja, und zwar kommt es bei uns aus der Freude heraus und Musik, die von Hand gemacht wird, da kann man sich nur drüber freuen. Und ich hoffe, das spürt man und merkt man auch bei uns. Ich sag mal, normalerweise könntet ihr, ja. Normalerweise könntet ihr, ich sag mal, jetzt schön zu Hause rein aus dem Liegestuhl hängen und ein bisschen Sonne atmen und eure Ehefrauen was. Ich bringe euch ein bisschen Kaffee und Kuchen. Die sind ja nicht mehr da, die Ehefrauen. Was denn alles in der Welt treibt euch auf die Bühne als erwachsene Menschen? Das ist halt die Musik. Das ist einfach dies aus dem Bauch heraus zu sagen, jetzt können wir hier irgendwie gemütlich spielen. Dass wir die ja. Valeries Garten. Danke. Ja, dann haben wir doch noch was für euch, oder? Oder noch nicht? Was ist gerade? Oder möchtest du uns erst dumme Fragen stellen? Ich würde sagen, wir plaudern ganz kurz, weil auf diese Mann haben wir uns den ganzen Tag gefreut, auf just diesen Augenblick. Ja. Und alle sie wären jetzt gerne da, wo wir sind, mal. Was für ein Gefühl. Ihr Lieben, das waren zwei Songs über Trennung. Also Typ weg und Tränen und Trauer. Jetzt kommt das große Outing. Da freuen sich die Männer, ja. Verliebt, verlobt, verheiratet. Wir fangen bei dir an. Verliebt, verlobt, verheiratet? Nee, also das ist nichts für mich. Nichts für dich? Ganz frei und fühle mich sauwohl dabei. Gut. Ich bin leider verliebt. Aber das ist wahrscheinlich euch egal. Ne? Und ich bin auch verliebt. Du bist auch verliebt. In den großen Unbekannten, den niemand, der niemand kommen wird. Ich bin auch verliebt. In ihn meinst du? Nein, er ist das nicht. Schade eigentlich. Jetzt muss ich mal eins sagen, ihr beide seid verliebt. Und wenn ihr auf der Bühne steht, wir haben ja erlebt, irgendwie die Moderatoren liegen euch zu Füßen. Das Publikum liegt euch zu Füßen. Also ich muss sagen, wenn du meine Freundin wärst, ich würde dir Bühnenverbot geben. Du dürftest ein bisschen im Fernsehen auftreten und dann ist Schluss, weil ich Angst um dich haben müsste. Nee, das muss man bei mir Die haben nicht. Dickes Fell, die Jungs, wa? Ja, das mag wohl sein, aber ich habe auch ein dickes Fell. Nein, also du bräuchtest mir kein Bühnenverbot zu geben. Ich bin ganz treu. Das ist aber schön. Ich meine, ich bin ja nicht deine Freundin. Wie gut. Willst du mit mir gehen? Wie gut, dass es noch Sitte und Moral in diesen Tagen gibt. Ja. Das muss man wirklich sagen. Das würde ich auch so sagen. Eine Sache noch zu euch als Band. Wir haben es eben angesprochen, wir haben es eben gehört. Wir haben gehört sanfte Gefühle, wir haben gehört nächstes Mal bis ans Ende der Welt. Viele, viele schöne Lieder. Wann kommen die nächsten? Die nächsten Lieder? Ja. Also nicht die nächsten Männer. Themawechsel. Also das nächste Album. Ihr könnt euch drauf freuen, das kommt im Herbst auf alle Fälle. Vorher gibt es schon eine Kostprobe. Ich denke mal, Ende des Sommers gibt es eine Kostprobe. Ich sag noch nicht den Titel, das ist noch ganz geheim, streng geheim. Aber ihr könnt euch drauf freuen. Es wird ja auch mal Zeit, dass es was Neues gibt, oder? Das ist in der Tat so. Ja. Schade, dass es nicht vorm Sommer kommt. Ich würde so gern mit sanften Gefühlen durch diesen Sommer reiten, aber gut. Eine Frage haben wir noch. Ihr habt RSH Gold bekommen, eine wunderbare Trophäe. Wo habt ihr sie hingestellt? Sei ehrlich. Oh, das kann ich genau sagen. Also wir haben das auseinandergebaut, das ist hinten so verschraubt. Ja, das ist wahr und jeder hat einen Buchstaben. Oh. Aber die haben den Buchstaben noch nicht abgeholt und das benutze ich jetzt als Boxenständer. Ja. Okay. Alles wollt klar? Ihr eine Zugabe? Dürfen wir jetzt nicht mehr weitermachen? Na gut, ja, wenn immer. Wollt ihr nochmal Valeries Garten? Ja! Echt? Ja! Na gut. In Kiel, Valeries Garten. Wie viele Stunden arbeiten Sie jetzt tatsächlich in der Woche? Also in der Woche, es kommt schon vor, dass wir bis zu drei, lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, bis zu drei Überstunden im Monat machen. Bis zu drei Überstunden, meine Damen und Herren. Ich bin ein Alfred Clausen, Sie haben Manieren, ich sehe gerade, das Jackett wird doch mal ordentlich zugemacht. Sieht das auch auf der Amtsstube so aus dann?
Ja, ich bin ja Amtsrat, nicht vom Beruf und ist sicherlich ein Applaus wert. Ich meine, nicht jeder ist Amtsrat. Als Amtsrat ist man auch nicht weinerlich oder zimperlich. Da ist man ein Kerl, der mitten im Leben steht. Ich kann an dieser Stelle vielleicht mal erzählen, wie ich meine Frau Ella kennengelernt habe. Gerne. Sie sind aber auch schnuckeliges Mäuschen, muss ich mal sagen. Aber Sie können sich zurückhalten, ne? Ja, das kann ich schon. So, also Ella habe ich kennengelernt in Bad Segeberg.